ist denn hier irgendwie ein... Ah, da ist nix. Rose, aber ich glaube, ich kann mit Rosen irgendwas machen. Wenn ich Platz im Inventar hätte. Was könnte ich denn nochmal wegtun? Okay, das ist irgendwas zum Verstärken. Schmiedetruhe. Boah, mit diesen Sachen, da weiß ich auch nicht, was man anfangen kann. Die sind, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig toll. Oh, ich habe hier lauter Sachen zum Trinken, zum Verzehren. Ich könnte ja einfach mal den benutzen. So, drei Rosen. Und hier laufen immer noch die Skampen rum. Okay. Oh, da bin ich sogar mal richtig cool ausgewichen. Okay, aber da muss ich mich dann doch mal für einen entscheiden, den ich dann down kriege, dass ich nicht... da muss ich ein bisschen besser aufpassen oder ein bisschen taktisch klüger vorgehen. Okay. Da hinten ist irgendwas... Bitte was? Kannst du mich denn sehen von da hinten? So, jetzt aber. Dampfsee-Lagerplatz. Komme ich da irgendwie hin? Komme ich hier hoch? Oder geht das gar nicht? Doch, da ist so ein kleiner Aufstieg. Nee, ist doch kein Aufstieg. Nur verstecktes Eisenerz. Huch. Ich hab's Mikro gekommen. Tut mir leid. Ein Nixhund ist da. Wie komme ich denn da hoch? Da drüben vielleicht? Oder muss ich da ganz außen rum? Eine Schlange. Ein Alit, Level 11. Ach du Scheiße. Okay. Ah, kann ich alles nicht mitnehmen, aber... Der ist gar nicht mal so schlecht. Der macht mehr Schaden als mein Schwert. Hm. Werde ich zwar nicht verwenden, aber... Granatring. Ich habe keine Ahnung, was man mit den Dingern macht, deswegen... Das ist auch mal wirklich nur... Quatsch, den man nicht braucht. Das verdorbene Fell brauche ich auch nicht. Ein leerer Kessel, okay. Minze. Hefe. Hier kommt man auch nicht weiter. Aber krass, dass es das gibt, ey. Man kann hier wirklich jeden Winkel irgendwie erkunden und kann hier wirklich Tage und Wochen dazu verwenden oder darauf verwenden, hier alles sich in Ruhe anzugucken. Es gibt überall was zu entdecken. So, hier sind wieder Riesenpilze. Ja, das sind die Brüder des Zwists. Und das ist diese Tempelanlage. Komme ich denn jetzt hier hoch? Wenn ich hier so hochkraxle? Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist hier. Okay. Naja, das ist der Vulkan. Boah, wie kommt man denn an dem Vulkan vorbei? Dampfseelagerplatz.
Also irgendwas mache ich hier noch falsch. Ich glaube, so werde ich mich doch nur verlaufen. Ich glaube, ich gehe mal lieber auf der anderen Seite rum. Das bringt hier doch nichts. Ja, nix und ist gut. Ich tue dir ja nix. Ah, da muss ich halt doch wieder an den Skampen vorbei. Aber Schild braucht halt immer viel Ausdauer. Das darf man nicht unterschätzen, da ist eine Kiste. Tetrafetzen. So, ich probiere es wieder. Okay. Na, das geht doch, wenn man mal weiß, wie es geht. Und ich habe hier, oh, da ist schön viele Sachen drin, aber ich will die haben. Deshalb muss ich jetzt hier nochmal was wegschmeißen. Oh, was ist das denn? Euer Name ist in die Seite eingebrannt, okay. Boah, ich habe so viele Sachen, die ich jetzt... Alchemie, das mache ich ja auch nie. Keine Ahnung, was ich damit machen kann. Lebensregeneration, naja, aber das ist schon irgendwie wertvoll. Maximales Leben, maximale Magika. Das ist schon alles irgendwie wertvoll. Okay, aber hier Plunder, den kann ich mal weghauen. Das bisschen Gold, das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Okay. Wobei, wenn ich das, diese neue Eigenschaft habe, dann brauche ich auch gar nicht unbedingt mehr die Seelensteine. Ah, was willst du denn? So, aber hier komme ich auch nicht weiter. Hier wirklich ganz außen rum gehen. Und vielleicht soll ich dann da noch nicht sein. Aber gut, das ist ja auch mal irgendwie gar nicht so schlecht, dass es halt nicht immer so einfach geht. Komm ich hier hoch? Ja. Okay, aber die verfolgen mich tatsächlich. Ich geh mal hier entlang. Und hier komme ich auch wieder nicht weiter. Alter, was ist denn das für eine Anlage? Mann, gehst du mir auf die Nerven? Nicht so schwer sein. Also ich muss hier irgendwie komplett um... Ja, aber da komme ich doch auch nicht weiter. Wahrscheinlich... Ja, ist gut. Ach, der knabbert ein bisschen an mir. Naja, dafür gibt es ein bisschen Seelenmagie. Ach, habe ich jetzt einen aufgeladen? Ich weiß es gar nicht. So, das ist nur ein Spieler. Also ich komme hier offenbar nicht rum. Ich wüsste nicht wie. Ich kann da hinten ja nochmal gucken. Was ist das denn hier? Also man kann echt in jedem Winkel was entdecken. Das ist schon ziemlich krass. Formen des Glaubens. Die Dunkelelfen. Okay, das ist wieder so ein funkelndes Buch.
Naja, die Dunmer stammen von den Chima ab, die sich von der Verehrung der Aedra abwandten, wie sie die Altmer pflegten. Da die alessianischen Reformen in Morrowind nie griffen, hat ihr Pantheon nur wenige Ähnlichkeiten mit denen im übrigen Tamriel. Okay. Achso, die haben erst dädrische Fürsten angebetet und dann die Verehrung der lebenden Götter des Tribunals. Naja, das kennen wir ja. Almalexia, Mutter Morrowind. Okay, Vivek, Kriegerpoet der Dunmer. Okay, und Sotasil, über das am wenigsten bekannt ist. Ach, der Uhrwerkstatt, der hat, ist das mit den Zahnrädern. Die guten Dedra, Poetia, okay. Aber warum haben die sich dann von denen abgewendet? Keine Ahnung, Mephala habe ich auch schon mal irgendwie gehört und Azura. Vivek's Erwartung, Seals Erwartung. Achso, die hatten die quasi so Vorläufer, auch drei Stück. Der fehlende Gott, Lorkhan. Oh, das ist echt, ich finde das total interessant. Das Ding ist, ich will jetzt im Let's Play halt nicht hier ewig stehen und lesen. Das ist ein bisschen dumm. Wenn ich jetzt privat spielen würde, würde ich mir das alles durchlesen. Und vielleicht werde ich dann auch, wenn ich das Video noch habe, wenn ich mir das Video anschaue, dann werde ich mir vielleicht auch hier das nochmal angucken. Kann man ja machen auch. Ja, also ihr Zuschauer könnt das ja per Standbild ganz einfach machen. Und euch das durchlesen. Ah, nicht gegen zwei, das ist doof. Nicht dauernd an mir knabbern. Hohohoho. Ja, jetzt komme ich hier wieder noch weiter weg. Also ich muss irgendwie wieder zurück auf die Straße und komplett um den Vulkan rum. Und dann würde ich mal sagen, teleportiere ich mich hier hin. Kostet jetzt zwar ein bisschen Geld, aber... Oh, das sieht ja krass aus. Alter, das habe ich noch nie gesehen. Und da bin ich. Und stehe irgendwie in einem anderen Spieler drin, okay. Okay, und jetzt bin ich wieder hier. Jetzt muss ich mal gucken. Ach, die ist jetzt grün. Die Quest. Keine Ahnung, ob ich da erst hin soll. Was es hier mit auf sich hat, das weiß ich auch nicht. Ob es da noch irgendwo eine Quest gibt. Vivek's Fanfaren, das hatte ich schon. Okay, dann, naja, dann bleibe ich jetzt halt hier mal auf der Straße. Vielleicht finde ich hier ja auch noch eine Quest. Wer weiß das schon? Grüße. Kann ja auch mal machen, einfach nur auf der Straße entlang gehen. Aber ich brauche jetzt gerade ein bisschen lange, bis es hier wieder spannend weitergeht. Mit neuen Aufgaben. Okay, die Straße ist hier irgendwie ein bisschen kaputt. Na, wahrscheinlich, weil da mal Lava runtergeflossen ist. Und warum wird die Musik so dramatisch? Das verwundert mich jetzt doch ein bisschen. Aber hier kann ich doch mal so querfeld eingehen. Hoffe ich zumindest, dass ich da nicht dann
in ein Gebiet laufe, wo ganz viele böse Feinde sind. Ich gucke nochmal. Vielleicht gehe ich dann auch erst tatsächlich hier hin, weil das grün ist und dann habe ich da einen neuen Ort auch freigeschaltet. Die sind feindlich. Ich wusste es doch. Es war keine gute Idee, hier lang zu gehen. Jetzt habe ich hier lauter Gegner. Spinnen. Gleich 3 Stück. Ja, ist klar, ne? Ist klar. Da ist eine neue Quest. Eine Spinne verfolgt mich auf jeden Fall. Die sind ganz schön stark. Okay, Eisenstreitaxt. Wow. Krass, aber mein Inventar ist voll. Dreckige Goblins. Die haben meinen Wein gestohlen. Okay. Oh, was mache ich denn jetzt mit dir? Und Valdam Andoren? Was macht der denn hier? Okay, aber alles der Reihe nach, würde ich mal sagen. Wie weit ist denn das noch? Das ist nicht mehr so weit. Wegschrein der Aschenstraße. Ah, na gut. Dann nehme ich jetzt mal diese neue Quest an. Warum nicht? Blauwein. Der ist ja nicht einmal blau. Ist, glaube ich, nur so eine kleine Mini-Quest. Wie bitte? Ich bin Weinhändler. Der Balmora Blauwein wird bei mir am meisten gekauft. Ich bin ruiniert. Ganz klar. Diese Goblins da drüben. Tja, in dem Lager. Haben meinen Wagen umgeworfen und mein Pferd getötet. Und das meiste meiner Lieferung mitgenommen. Oh je. Und dann können ja die Leute gar nicht mehr saufen. Das ist schlimm. Möchtet ihr, dass ich euch helfe? Ja, das ist eine großartige Idee. Ich brauche meine Lieferung zurück, um sie zu verkaufen. Könnt ihr den Wein aus dem Lager da drüben zurückholen und hierher bringen? Zu mir. Ich glaube, der ist selbst sein bester Kunde. Na dann, Vergesst nicht. Wein befindet sich in Flaschen. Runde, schmale Flaschen. Wahrscheinlich auf den Boden. Ihr könnt sie nicht übersehen. 10 Stück gleich. Und geht es euch gut, Drotan? Sicher, sicher. Ich bin ein hervorragender, ein guter Weinhändler. Ich bin Drotan, der Weinmeister. Ich biete meine Waren von der Feste Virag bis nach Davons Wacht und überall dazwischen an. Seid ihr echt? Eure Ohren sehen komisch aus. Meine Ohren? Ach so, weil ich ein Nord bin oder wie und keine Spitzohren hab. Huch. Okay, die ist sogar gelb, die Quest. Na gut, dann sammle ich eben mal Flaschen ein. Versuche aber dabei, mich nicht erwischen zu lassen. Oh, jetzt hat ein anderer Spieler die hergelockt. Ja auch mal in den Verstohlenheitsmodus gehen. Auch wenn ich den jetzt nicht besonders skille, aber schlecht kann das doch nicht sein. Aber ich wurde entdeckt. Ne, jetzt bin ich wieder verborgen. Aber vielleicht, wenn ich Interaktion mache, dann bin ich automatisch entdeckt. Hm.
Irgendjemand entdeckt mich dauernd, greift mich aber nicht an. So, da hinten ist noch mehr. Okay. Bis jetzt sieht das noch alles ganz gut aus. Das kann doch nicht die ganze Quest sein, oder? Vielleicht, wenn ich die zehnte Flasche eingesammelt habe, dann passiert irgendwas. Aber anscheinend nicht. Ach, da hinten ist Schattenseide-Hexer. Keine Ahnung warum und wieso und weshalb. Aber... So, gegen zwei von denen möchte ich nicht kämpfen. Dann, bitteschön. Vergesst nicht, Wein befindet sich in Flaschen. Runde, schmale Flaschen. Wahrscheinlich auf den Boden. Ihr könnt sie nicht übersehen. Ja, das sagtet ihr bereits. Ich habe die Reste eurer Lieferung geborgen. Was ist mit dem? Warum brennt er? Allen dreien. Dieser Wein ist perfekt für den Verkauf an andere Leute. Ihr seid mein neuer, bestester Freund. Ihr solltet jemals Wein brauchen, erinnert euch an mich. Ich bin Drotan, der Weinmeister. Wäre ja lustig, wenn ich in einer anderen Quest Wein bräuchte tatsächlich und mich dann an Drotan wenden muss. Aber die Sommelier-Handschuhe, da bin ich noch nicht hoch genug vom Level her, obwohl die schlechter sind. Na, es ist leichte Rüstung. Mein Inventar ist voll. Ah, ich brauche dringend einen Händler. Vielleicht ist da ein Kragenmohrenhändler, ich hoffe es mal. Denn so wird das hier doch nix. So. Zweimal Zahnrad. Das muss weg. So. Ja. 38 Gold gibt es dafür immerhin. Naja, gut. Der Weinmeister, der hat ein bisschen Geld. So, und da gehe ich jetzt noch nicht hin, zu Valdam Andoren. Noch nicht. Ich wollte jetzt erstmal hier... nach irgendwie, keine Ahnung, nach 30 Folgen oder so endlich mal die schlechte Nachricht überbringen. Davenas Hof. Denn der steht im stillen Wasser, hieß er, glaube ich. Der gute Gefährte von Schuldraschi. Der ist leider gestorben. Wer bist du denn? Verdammter Brunnen. Seit die Vulkane ausgebrochen sind, ist er komplett vertrocknet. Ich bin sicher, dass ich häufiger nach Kragenmoor und wieder zurücklaufen werde, als mir lieb ist. Feinlehmkaverne? Da ist sie. Und sie sieht ganz schön erschöpft aus. Guten Tag. Ihr kommt alleine. Entweder habt ihr ihn nicht gefunden, oder ich brauche einen neuen Jagdgefährten. Es tut mir leid. Ich habe diesen Dolch bei seiner Leiche gefunden. Ich dachte mir, ihr würdet ihn vielleicht haben wollen. Ich danke euch dafür. Das war es dann. Es scheint, als hätte Steinfälle mir nichts mehr zu bieten. Ich werde dann nach Deshan weiterziehen. Vielleicht sehen wir uns ja auf der Straße wieder. Das würde mich freuen, denn... Du scheinst ganz in Ordnung zu sein. Ja, ein bisschen ein anderer Typ von Dunmeer. Das Gegenteil von Elitär. Ist auch vom Schicksal gezeichnet. Okay. Kann man denn hier noch irgendwas Schönes machen? Okay, da könnte ich einbrechen und stehlen. Das will ich nicht. Davons Wacht wäre überrannt worden, wenn ihr nicht zur Stelle gewesen wärt.
Bei den Dreien. Argonier brauchen auf jeden Fall ihre Zeit. Man könnte denken, er wäre Künstler, so wie er diesen Bauernhof behandelt. Von wem redest du? Ach, von dem. Ja, das ist schon eher typisch Dunmeer. Guckt so, wie der Argonier schuftet. Fast mit dieser Reihe fertig. Die Pflanzen sehen nicht zu schlecht aus, wenn man die Umstände bedenkt, was alles passiert ist. Was ist denn alles passiert? Das erfahre ich natürlich leider nicht. Na gut. Gibt's denn hier Kragenmoor? Wegschrein von Kragenmoor? Ich versuche mal da reinzugehen. Vielleicht habe ich da ja Glück mit einem Händler. Kragenmoor entdeckt. Vorhut-Dueland, okay. Wen beobachtet ihr? Euch natürlich. Ein Zwergrohr. So, das sieht doch mal ganz gut aus. Wir haben hier eine kleine Stadt entdeckt. Magiergilde. Da ist eine Feuerstelle. Gildenhändler. Kriegergilde, Feuerstelle, Schmiedestelle. Das ist auch nicht verkehrt. Wo eigentlich? Jetzt da rechts rum. Sehr interessant angelegt, die Stadt. Aber es ist... Okay, dieses eine Haus ist verrammelt. Und natürlich, da erwartet die nächste Quest. Wie sollte es auch anders sein? Brauer. Kann ich beim Brauer verkaufen? Für jemanden, der nur mit Resten arbeitet. Okay, das ist ein Kaschid und der sieht mit seiner Löwenmähne richtig witzig aus. Keine Ahnung, was ein Kaschid hier macht. Aber ja, jetzt kann ich endlich mal verkaufen. Leerer Seelenstein. Verbrauchsgüter. Ja, Rüstung. Jute Schärpe des Lebens. Das kann ich verkaufen. Kriegsschärpe verkaufen. Die Sommelier-Handschuhe, das ist leichte Rüstung. Ja, so gut sind die jetzt auch nicht. Die feinen Webungen in diesen Handschuhen gewähren dem Träger zusätzliche magische Kraft. Ist nicht schlecht, aber bringt mir jetzt eh noch nichts und deshalb her mit dem Gold. Der Schild ist ein Ticken schlechter. Kommt auch weg. So. Und hier haben wir noch einen Stab. Der ist eigentlich ganz gut, aber kommt auch weg. Okay. Dankeschön dafür. Also haben sich die Bretonen mit den Orks verbündet. Das wird gut ausgehen. Die Bretonen haben sich mit den Orks verbündet. Und wer bist du? Willkommen, Kamerad. Nehmt euch, was ihr wollt. Das ist mal... Das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr gut. Dann könnte ich doch... Ist denn jetzt hier eine... Da ist ein Amboss, aber wo ist denn jetzt hier eine... Schmiedestelle, Schneidertisch. Wo ist denn jetzt hier eine Feuerstelle? Ach so, das ist die Feuerstelle, aber... Nee, Schmiedestelle. Aber warum kann ich... Ach, jetzt kann ich sie benutzen, okay. Wollte schon sagen, weil in Ebenherz, da konnte ich die nicht benutzen. Das war ein bisschen doof. So, ich wollte verwerten. Und zwar eine Eisenaxt. Da gibt es nur einen Eisenbarren. Naja, gut.
Der ist nicht schlecht hier, aber auch verwertet. 3 Eisenbarren. Der Bienenhändler des Schocks ist ziemlich geil, aber ich mache jetzt mit Schild, deshalb gibt es nur 2 Eisenbarren. Das ist natürlich ein bisschen doof. So, aufwerten. Ich könnte das hier aufwerten. Aber die Waffen, die ich anhabe, die nicht. Nee, kann ich nicht hier reinziehen. Die feurige Waffe. Hier könnte ich noch was aufwerten. Veredeln. Na gut, dann mache ich mal das hier. Dass ich wieder ein paar Barren habe. So. Und dann gucke ich jetzt mal, ob ich mir irgendwie ein neues Schwert mache. Und zwar, jetzt kann ich doch auf Stufe 12 das machen, genau. Mit 323 Schaden. Das ist doch mal geil, aber ich brauche natürlich Korund. Kriege ich den Korund her? Vom Schneider nicht. Von der Schmiedin hier. Ihr wollt Metalle bearbeiten, ja? Aketi hat, was ihr braucht. Das hört sich gut an. Ich brauche einmal Korund. Und so, das ist zum Glück noch hier. Eigenschaft, da kann ich aber irgendwie nichts reintun. Materialien im Besitz, vorhandenes Wissen. Verteidigend. Achso, ich hätte zwar ein Türkis, glaube ich, aber ich muss die Eigenschaft erst erlernen. Ja, da muss ich vielleicht noch mehr Sachen zerlegen. Stark, geladen, präzise. Naja. Und dann brauche ich die das Material dazu. Ja. Okay. Aber dann stelle ich das Ding mal her. Und habe jetzt ein ziemlich geiles Schwert, hoffe ich. Dann könnte ich ja mal verwerten. Nochmal bei Rüstung gucken. Oder Moment, gucke ich erst nochmal so rein. Ah, es dauert schon alles so seine Zeit. So, Eisenhänzen des Lebens. Die sind schlechter. Das ist schlechter. Das ist stärker. Holla. Eisenschulterschutz der Magika. Na, aber hallo, Rüstung 557. Stufe 12 kann ich jetzt gerade gebrauchen. Das ist doch mal ein schönes Ding. So, dann kann ich nämlich das hier alles. Okay, Diamant, Obsidian, Mangan, Eisenbarren. Nichts Brauchbares, okay. Auch mal gut. So, und jetzt gucke ich nochmal. Eisenhaube, vielleicht könnte ich mir eine neue Haube machen oder sowas. Keine Stile verfügbar. Wieso sind da keine Stile verfügbar? Ach so, weil ich Korund brauche. Nee, aber das kann doch nicht sein. Ihr wollt Metalle bearbeiten. Komme ich noch nicht so ganz mit. Doch, jetzt geht das. Eine Haube. Hohoho, das ist doch mal cool. Dann mache ich mir die. Okay. Dann kann ich die
anlegen. Bei den Waffen kann ich das Eisenschwert ausrüsten. Dann könnte ich nämlich schon wieder das alte Zeug zerlegen. Naja, so geht das die ganze Zeit dann wahrscheinlich. Dagon Morak. Grund- und Eisenbarren. Na gut, aber das soll es erstmal gewesen sein. Vielleicht mache ich ja nochmal was, aber dauernd kann man das ja auch nicht machen. Und naja, dann gucke ich hier wieder nach neuen Quests und deshalb vielen Dank fürs Zusehen und tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt der Loi.